Dies ist eine Durchsage von Shinra. Die Terrorzelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Der Zug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Final Fantasy Let's Play Folge. Das dürfte jetzt die 9. Folge sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich denke mal, das geht jetzt mit einer Hauptmission weiter. Wir sind jetzt in Kapitel 5 und ja, los geht's. Natürlich wie immer einen Daumen nach oben da lassen, Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um diese Let's Play Reihe verpassen wollt. Cloud, wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht warum. Die Tür kann ich schon mal nicht öffnen. Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Bin gleich wieder zurück. Danke. Na, was liegt da Schönes? Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche. Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still! So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Lassen kannst. Tun wir nicht. Feige Sau. McFly, feige Sau. Willst du, dass wir auffliegen? Na los jetzt, ich will mal hier ein bisschen laufen. Was liegt denn hier Schönes? Heilen, okay. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Gut. Hey, schlurf hier nicht so rum. Was ist mit Tifa? Lass sie nicht hängen, okay? Also gehen wir wieder zurück. Außerplanmäßiger ID-Scan. Hm? Was soll das? Wieso das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Zu ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle den ganzen Zug. Nein!
Oh, jetzt kommt der Kontrolleur. Schwarzfahrer. Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Ich hab solche Angst. Ach, auf einmal. Mach hin, wenn dir was an deinem Leben liegt. Jawoll! Sicherheitssystem aktiviert. Dies abteilt den. Da geht's nicht weiter. Ich muss dem Bengel mal noch Blitz verpassen als Materia. Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind Sie sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder etwa nicht? Sind wir nicht. Wir möchten Sie alle beschützen. Bitte. Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Das nimmt kein Ende. Scheint wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Hä? Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Genau wie Rick's Plan E. Plan E. Also Barrett müsste jetzt ungefähr schon 700-800 Meter weit weg sein. Der Helix-Tunnel. Oh, hallo. Bist du okay? Mäuschen. Ja. Tifa, bereit? Na klar. Und tschüss. Bringen wir es hinter uns. Keinen kommen. Bis hier und nicht weiter. Es ist aus. Ein Ende. Jetzt. Nimm das. Das ist bestimmt Barrett. Oh, wo kam es her? Da hinten. Ich will trotzdem prüfen, ob ich jetzt noch da kann. Man weiß ja nie. Ach so, ich will jetzt erst einmal. Moment. Kampfeinstellungen. Dann machen wir mal Feuerer. Und Vitra. Und den Rest können wir erstmal so lassen. Oh, die Phoenix-Feder, das ist Quatsch. Fertigkeiten. Schwertsturm. Okay. Ja, das passt. Cloud, wo willst du hin? Ich will gucken. Vielleicht gibt's hier irgendwas, was man entdecken kann. Falsche Richtung, oder? Interessant. Mehr ist hier drin nicht. Ist ja auch schwach. So viel weiter als hier dürften wir, glaube ich, gar nicht kommen. Wenn wir so weitermachen, verlaufen wir uns noch. Ja, stimmt, es geht ja nur geradeaus. Es dürfte eigentlich nichts kommen. Ja, mein Hausschlüssel. Es zieht sich immer weiter, okay.
Na, ich glaube nicht, dass da noch mehr kommt. Gehen wir wieder zurück, das ist Quatsch. Ich muss mir überlegen, im Original war da doch irgendwas. Ich will das jetzt wissen. Im Zweifelsfall schneide ich es raus. Okay, es geht tatsächlich nicht. Oh, hier fahren ja noch Züge lang. Interessant. Ja, warum auch nicht? Ja, wo ist er? Wo ist der kleine Barrett? Kamera überwachen. Köstlich, köstlich. Dem Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir. Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben? Ist umstellt. Gewährt den dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl! Ah, das wird ein Fehler sein. Na, das sind doch schon die nächsten Gegner. Da sind sie! Wir haben die Leute mit den falschen IDs. Erbitte Verstärkung. Ja. Was? Genau so. Es ist gut. Müsste gehen. Ja, komm, wir fighten mal ein bisschen mit tiefer. Dein Ende. Schade, nicht getroffen. Aber jetzt. Oh ja, die haut ordentlich rein. Bam. Schade. Und das hat nicht viel gebracht, ne? Ach, jetzt ist es erst eingeschlagen. Okay. Jetzt muss ich doch mal bei Tifa noch gucken. Hackentritt, Heiltrank. Was hat sie denn alles? Feuer, Eis, Antidot, Salto. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Den Limit Break. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir mal noch ein bisschen WP verteilen. Was haben wir hier noch? Magische Attacke. Magische Abwehr. Kann man ruhig mal draufhauen. Okay. Da liegt doch schon wieder was, oder? Sind wir da? Schnell! Ach, da drüben! Hätte man denken können, das ist eine Substanz. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Haltet durch! Ja, nimm die Pippe da! Ja. Beeilung. Barrett! Da seid ihr endlich. Wir haben die drei Verdächtigen lokalisiert.
Allesamt festnehmen! Übernimm du. Es geht los! Meine Chance! Ha! Entscheiden wir es! Das ist schon geil! Und tschüss! Ach, das war's schon wieder. Alles klar? Ob wir unsere Verfolger abgeschüttelt haben? Na klar, was denkst du? Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Text. Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Gute Frage. Ganz schön. Also schon der letzte Plan. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Sie verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Es wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Habe ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir... Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Ton. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. So, gucken wir nochmal bei Barrett rein. Waffenmodifikation. Barrett... Nur 5. Schau mal, ich habe doch die Eisenklinge. Habe ich jetzt echt vorhin das Panzerschwert genommen, ich Trottel? Ja. Man kann sich aber auch dumm anstellen. Magische Attacke. Ach komm, das machen wir jetzt auch mal noch ein bisschen höher. Bei hohen TP, magische Attacke plus 5. Den Rest sparen wir uns erstmal. Mich interessiert mal noch so ein bisschen, ob irgendwann dieser Part kommt, wo ich einfach von alleine entscheiden kann, pass auf, jetzt möchte ich einfach mal ein bisschen leveln, mal ein paar Gegner plätten, um einfach meinen Charakter mal ein bisschen zu pushen. Irgendwie fehlt mir das Element bis jetzt gänzlich. Stopp mal. Hier mal rein.
Also das würde ich blöd finden, wenn das nicht geht, nirgendwo. Weil das macht ja schließlich so ein Rollenspiel aus. Einfach mal an irgendeinem Punkt ein paar Gegner wegrotzen, sich hochpushen, Materia hochleveln, um halt in Zukunft stärker zu sein. Das fehlt. Der Kläffer von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Kläffer? Er meint Stamp. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Der Feind ist geschwächt. Ach so. Wir sind hinter uns. Bis hier und nicht weiter. Mist. Das Doping. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Wir können nur die Schienen mit blauem Signal bleiben. Das habe ich verstanden. Oh, Krabben. Jetzt wird aufgeräumt. Schön. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Ein Sternenanhänger. Hm. Die Accessoires bringen am Anfang irgendwie nicht wirklich viel. Augen auf! Achte auf die Signale! Ja, das ist jetzt die Frage. Das war ja auch blau, das Signal. Und trotzdem kam ein Zug. Bix ist schon oben. Eigentlich sollte Jesse ihm ja helfen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht angreifen. Es ist raus. Genug. Keinen kommen. Schiss. Ja. Roger, ich übernehme. Aus dem Weg. Genau wie geplant. Bringen wir die Köpfe zum Rauch. Da fliegen die Augen aus der Schäde. Zack. Du bist am Zug. Überlass das mir. Ja. Auf jeden Fall. Wo ist er? Wo ist er? Zum Angriff. Das war's. Kalt wie eine Maschine. Wo ist der Zug? Ich sehe niemanden. Komm ich überhaupt rein? Ja. Schön alles kontrollieren. Ether. Was war denn das jetzt? Ach so, das war die MP-Heilung. Da ist ein Ausgang, wie es aussieht. Eins der Zeichen. Ja. Ist halt die Frage, lohnt sich das jetzt einfach mal vom Weg abzukommen? Ich teste das jetzt einfach mal kurz. Hey. Nee, okay, geht nicht, hätte sein können. Stamp hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stamp zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Ich sehe überhaupt nichts. So soll es weitergehen. Finde ich auch. Nicht gerade einladend. Ist das ein ganzes Nest? Ja, die
Das sieht ja interessant aus. Marco. Daran ist das Marco schuld? Ja, also besser gesagt. Achso, ich muss da lang, alles klar. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Du bist herzlich willkommen. Ich denk drüber nach. Widerlicher Schleimbeutel! Bringen wir es hinter uns! So, nee, stopp. Fertigkeiten. Jetzt machen wir mal wieder eine Analyse. Okay, wirksames Eis. Sieht schon cool aus. Zweimal Supertrank. Was hat's denn ja eigentlich noch für Fertigkeiten? Hackentritt. Bam! Könnte glatt bei Street Fighter mitspielen. Wirksames Eis. Mehr interessiert nicht. Das war's. Es ist vorbei. Ausgezeichnet. Wurde schon ungeduldig. Überlass das mir. Zerbürste. Hier geblieben. Und? Zwecklos. Zack. Entscheiden wir es. Ja? Dann los! Schon gewonnen! Das Kerl ist was sehr schön. Futter. Hier hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Oh, Mann, war das widerlich. Irgendwann entgleist wegen so einem Ding mal ein Zug. Bekennt die denn keiner? Muss wohl erst ein Unfall. Da ist der nächste Hund. Ja, ist ja immer so. Da ist eine Katze. Was gibt's hier noch Schönes? What are you doing here? Noch ein Mädchen. Immer der Schnurze nach. Ziemlich gut getroffen. Allerdings, ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Original. Seht mal. Shinra versucht wohl doch sie loszuwerden. Aber warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Doch. Wo kommen die her? Nachdem wir doch gefahren sind. Gut, Alter, die heizen mit dem Flammenwerfer rum. Bis hier nicht weiter. Verzieh dich! Nicht übertreiben. Jetzt hab ich hier das Sagen. Bam. Ein bisschen Heilung. Oh, ich kann jetzt alle Limits mal einsetzen. Das werden wir doch gleich mal bei Tifa machen. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen, den Limit Break. Also gehen die doch nicht, werden die doch nicht nach jedem Kampf resettet, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das ist schön. Moment, hier ist doch irgendwo eine Tür. Hier. Lagebesprechung. Lasst uns sehen, wo wir sind. Die richtige Route. Da ist ein Herzchen. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang.
Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wir werden sofort den Testrobotern-Abschnitt E aktivieren. Das klingt nach einem Boss. Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Okay. Limits sind noch voll, sehr schön. Was ist denn jetzt eigentlich die richtige Richtung? Wahrscheinlich hier lang, oder? Ja, alles klar. Das ist wieder ein Graffiti, ist das ein Hund? Da, noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Dann muss ich aber jetzt hier lang. Die Frage ist... Stopp. Da ist noch ein kleiner Gang. Da schauen wir mal rein. Leder... Was? Lederschutzreif, schauen wir doch mal. Ausrüstung. Physische Abwehr. Aber ansonsten minus 10 magische Abwehr. Okay, ist jetzt nicht so besonders, aber der hat zwei Slots, was schon wieder interessant ist. Minus 13. Stopp, wir machen das einfach mal so. Egal. Wir spielen jetzt nicht gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Da kann man das ruhig einfach mal machen. Kann ich mich ja nämlich noch ein paar mehr Materia einsetzen. Cloud Barrett hat einmal heilen drinnen. Behandeln hat einmal tiefer und einmal, das ist Glut, Gewitter. Gewitter hat doch Barrett selber, oder? Ja, genau. Aero, rein damit. Dann haben wir hier. Oh, ich muss den Kakto unbedingt noch einsetzen. Ach, den kann ich ja einsetzen, nur bei bestimmten Gegnern. Das habe ich auch wieder vergessen. Barriere einfach mal noch mit rein. So, stopp. Ich will zu tiefer wechseln. Das ist uninteressant. Zack. Bei ihr ist physische Abwehr plus 10. Das ist okay. Zack, Dreieck. Jetzt machen wir bei ihr noch rein. Tiefer hat, heilen braucht sie nicht. Ach komm, wir machen sie mal noch mit einem. Rüsten sie mal noch mit einem Blitz aus. Analysis auf Max, aha. ATB Boost. Wobei, wir machen den ATB-Boost rein. Vor der Nase geht diese Dreckstür zu ihr. Die Eindringlinge! Ach, den haben wir hier. Das wäre geschafft! Du kannst Sam echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als Inbegriff der Loyalität sozusagen. Der arme Stan. Das erinnert mich an ein Buch von Marlene. Mit einem riesigen Labyrinth, das nie enden will.
Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Bornierter Lackerfels. Warte mal kurz. Okay, hier wird's sicherlich was Tolles geben. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Sicherheit geht vor. Dann zeig mal her hier. Da sind sie! Wir sind euch immer einen Schritt voraus! So, jetzt möchte ich mal... Nee, ach, jetzt erst recht. Das war gar nicht der Limit Break, ich Trottel. Das war's da. Feuersturm! Todesstrahl! Der Kult soll zu! Nichts überstürzt. Es geht los! Schon gewonnen! Na? Bringt mir die Köpfe zum Raus! Zack! Hier! Yeah. Dreckiges Pack! Wie schmeckt mir das? Ja! Kein Risiko eingehen! Abschlag! Und tschüss! Das kostbar Riegel! Sehr schön. Irgendwie fehlen Tifa mal noch ein paar vernünftige. Den Heiltrank können wir eigentlich auch wegmachen. Hackentrick hat sie schon, Entfesselung hat sie. Ach, da hat sie ja alles. Was können wir hier mal hinmachen? Magie. Barriere brauchen wir nicht, also machen wir hier Eis rein. Okay. Bald haben wir den Geheimgang erreicht. Der Bengel kennt sich aus. Wie am Schnürchen, was? Oder ist unser Herr Soldat da anderer Meinung? Der Plan stammt von Bix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Oh, da müssen wir lang, also gehen wir es gerade aus. Ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. Oh, da gibt's eine Melodie und eine neue Substanz. Gewitter. Ansonsten habe ich alles im Bestand. Eisenreif, Sternreif. Bringt halt bei den anderen nicht wirklich was. Kraftreif, Stärke erhöht plus 5%. Vitalität, Magiewert, Willenskraft. Lebt im Kampf einmal automatisch, das hat man auch schon. Toxin, oh, Gift. Wie viel Geld habe ich denn? Das will ich einmal haben. Gift war immer einer meiner Lieblingszauber. Oder Gravita. Jetzt muss ich mal schauen. Ob ich vielleicht irgend doch was ausnehme. Heilen, Glut. Ach, wir tragen es erstmal mit. Unbedingt mal eine Waffe oder irgendwas, wo mehr Slots drin sind. Das ist ein bisschen bescheiden. An uns kommt ihr ganz sicher nicht vorbei! Geht lieber auf! Das! Ja! Ja! Da! Verzieh dich! Nicht übertreiben! Die Arbeit! Erste! Entscheidend! Zack! Schon gewonnen! Schon erledigt! Gibt hier noch mehr? Ja. Alles schön auseinandergenommen. Okay, da gibt es doch gleich einen bestimmten Boss. Schön. Eine Mokri-Medaille.
Da bin ich mal noch gespannt, was man da freischalten kann, wenn man die Mokri-Medaille oder wenn man genug Mokri-Medaillen hat. Vielleicht hier? Na, der wird doch gleich zum Leben erwacht. Entdeckung! Was ist? Das war klar. Das stand nicht im Plan. Nimm uns ernst. Verzieh dich, Schrotthaufen. Ein älteres Modell. Ungewöhnlich. Schrotthaufen also. Er ist etwas langsamer, ja. Hat aber ausreichend Feuerkraft. Verdammt harte Nuss. Was sollen wir tun? Zielt auf die Beine. Wir stürzen ihn. Cloud, er zielt auf dich. Ich lenke ihn auf mich. Greift ihn an. Seht doch da. Ein Makro-Generator. Das ist sein Antriebskern. Dann haltet schön drauf. Ich bring das zu Ende. Schön weiter aussteigen. Halt Drohnen. Dann lass mich mal ran. Da geht noch was. Und jetzt immer rauf da. Unten bleiben anschauen. Oh, 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 oh. Na, Blitz, zack. Da fliegen die Augen aus dem Schädel. Ich zähl auf dich! Ich mach das. Du kämpfst mit mir! Ich will jetzt den Kaktor probieren, den habe ich nämlich noch nie gesehen. Das wird bestimmt richtig witzig. Der sieht so geil aus. Alter, hallo. Ja. Jetzt sollte es klappen. Schnell, greift an. Nein, nein, bitte nicht. Ich will den finalen Angriff von Kaktor noch sehen. Nee, nee, das war's noch nicht. Was ist jetzt? Ein Systemfehler. Ist da noch Garantie drauf? So, jetzt 10.000 Stacheln. Das sieht witzig aus. Jawohl, ich bin. Zerstören wir die Panzerung, dann ist er schutzlos. Verzieh dich! Du kriegst aber irgendwie nicht die Limit Breaks richtig voll. Oh, Materia Frost hat die nächste Stufe erreicht, schön. Die Limit Breaks, das dauert mir ein bisschen zu lang, bis die kaputt gehen. Weiter. Bis die voll sind, meine ich, nicht kaputt gehen. Ja, hier lang. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen.
Diese unruhe Stifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja. Selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. Zu Leuten, die mir nützen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Mann, ist das eng. Geht's, Barrett? Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eine sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Hm? Mit einem Teil. Ja, gute Frage. Uns ist doch völlig egal. Alles läuft nach Plan. Unser Aufzug. Ab hier wird's leider etwas lästig. Ist es längst.